Heute ist ganz, ganz frisch ein neues Pferdespiel erschienen. My First Horse Adventures on Seahorse Island. Und ich freue mich sehr, das jetzt mit euch direkt zocken zu können. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem neuen Projekt. An dieser Stelle erstmal ein dickes Dankeschön an den Peter von Snick Snack Games, von dem dieses Spiel entwickelt wurde als Ein-Mann-Projekt. Auch wieder ein Spiel aus Schweden. Ich finde es interessant, dass irgendwie gefühlt alle neuen Pferdespiele in den skandinavischen Ländern entwickelt werden. Ganz weit dabei Schweden und Norwegen, ganz weit vorne. Und das jetzt halt auch wieder ein schwedisches Projekt. Und ja, das Ganze werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe es sehr, sehr kurzfristig aus der Community empfohlen bekommen. Danke an dieser Stelle für die Information dazu. Und ihr könnt das Ganze spielen über Steam. Das Spiel kostet 24,50 Euro. Aber ihr Lieben, ich habe neben meinem Key, haltet euch fest, noch drei weitere Keys bekommen, die ich verlosen kann und verlosen möchte dann natürlich auch, die ich verlosen darf. Auch dafür ein dickes Dankeschön. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt gleich erstmal los. Das Gewinnspiel wird nämlich erst in der nächsten Folge sein, die morgen Abend kommt. Ich will mir nämlich noch ein bisschen überlegen, wie ich das genau mache. Aber schon mal als Information, dass ihr das gehört habt und guckt auf jeden Fall ganz aufmerksam zu. Wer weiß, vielleicht kommt ja heute was in der Folge, was fürs Gewinnspiel morgen relevant ist. So Leute, was ist jetzt der Unterschied zwischen Start und New Game? Ich glaube erstmal gar kein großer, weil ich noch kein bestehendes Spiel habe. So. Da kommen wir an. Dieser Grafikstil erinnert mich so ein bisschen... Wie hieß das Spiel nochmal in Neukalzedonien, was ich gestreamt habe? Da erinnert mich das so ein bisschen dran. Eine sehr süße Welt. Ich mag den Stil gerne. Es ist natürlich kein realistischer Grafikstil. Aber ich finde, ein Spiel muss auch nicht unbedingt eine realistische Grafik haben, um ein gutes Spiel zu sein. Es gibt ganz, ganz viele Gegenbeispiele. So, und da haben wir unsere Sporttasche. Wir haben auf S haben wir unser Handy, auf X haben wir irgendwas mit der Hand, was wir machen können. Welcome to the farm, pick up the bag lying on the ground. Also, erstmal die Tasche einsammeln hier mit X. Ja, und das Spiel ist, ihr seht es schon, es ist nur auf Englisch. Ah, nee, pick up mit A. Ah, X ist was anderes. Ah, put down. Und mit E einsammeln. Okay, das ist übrigens Olivia, der Hauptcharakter. Was haben wir denn hier? Oh, der Bus scheint aber nicht zu fahren eigentlich gerade. Oder da hat sich einfach jemand dran geeselt. Oder wir können vielleicht auch mit dem Bus hier durch die Gegend fahren. Ich bin gespannt. Store Gorda. Habe ich das richtig ausgesprochen? Das A mit dem Kringelchen über dem Ding ist ein O, oder? So. Welcome, Olivia, said the friendly farmer. My name is Felix, and I'm super happy to have you here for your summer holiday. Hi, Farmer Felix. It's so nice to be here, said Olivia with a beaming smile. I'm so excited to spend the summer on this beautiful island. What is it called? She asked. This island is called Seahorse Island, and it's a truly magical place, Felix replied with a warm voice. My farm is called Storgårda, and it is located in the middle of the island. He went on to explain that the farm had been passed down through generations of his family, and he continued to tell Olivia thrilling tales of the amazing adventures he had experienced on the wondrous Seahorse Island. Wow, that sounds amazing, Olivia responded, her imagination running wild. Do you have any horses on the farm? Olivia eagerly scanned the surroundings, hoping to catch a glimpse of a graceful horse. Felix nodded. As a matter of fact, I have a magnificent horse on my farm who could use some extra love and care. His smile faded slightly as he continued, She isn't too fond of me, but I have a feeling you two will become the best of friends before the summer is over. I can't wait to meet her, Olivia exclaimed, her eyes shining bright like stars. Felix glanced at Olivia's bag and gently suggested, Before we begin, let's get you settled in. Your cozy house is just over there.
Why don't you unpack your bag and make yourself at home? Ich finde, dass das total schön erzählt ist. Das ist wie bei so einem Hörbuch. Das finde ich total cool. Ich komme nur nicht so hinterher mit dem Übersetzen für euch, weil keine Pausen dazwischen sind. Also, die Farm, die ist schon seit vielen, vielen Familiengenerationen hier in seinen Händen. Und wir verbringen hier unseren Sommer bei ihm. Und die Olivia, die war natürlich erstmal total aufgeregt und hat sich gefragt, gibt es hier irgendwelche Pferde? Und es gibt hier ein Pferd, mit dem er aber nicht so richtig warm wird. Aber wir können uns gerne um dieses Pferd kümmern. So, sprinten können wir auch. Ah, wir müssen nicht Shift gedrückt halten zum Sprinten. Wir können es einfach drücken. Und durch nochmaliges Drücken. Upsala. Durch nochmaliges Drücken hören wir wieder auf zu sprinten. So, zack. Wir sind aber groß. Oder das Haus wirkt sehr klein. Es ist wirklich cozy. So, wir haben ein neues Outfit direkt freigeschaltet, beziehungsweise ein neues Shirt. Okay, wir haben direkt zu Beginn ein T-Shirt, so eine Sweatjacke. Und so ein Holzfällerhemd, hätte ich fast gesagt. Und wir können auch unsere Frisur noch ändern. Wir haben 4 unterschiedliche Frisuren zur Auswahl. Ich finde es aber eigentlich mit dem Zopf sogar ganz cool. Skin Tone. Von ganz hell bis ganz dunkel, alles dabei. Haarfarben können wir auch ganz bunte wählen. Okay. Das finde ich eigentlich auch eine coole Farbe. Das war die Standardfarbe. Ups. Und die Augenfarbe, blau, so ein hellbraun, dunkelbraun. Können wir irgendwie, reinzoomen können wir, glaube ich, nicht. Das andere war so ein grau, ne? Ich bin noch am überlegen, ob ich sie vielleicht ganz hellblond mache. Nee, ich glaube, wir bleiben bei der Standard, den Standardhaaren. Ach so, ich sehe gerade, wir wechseln das komplette Outfit. Ah, guck, hier haben wir dann auch hier haben wir eine Jeans und so Halbschuhe. Wir haben eine Reithose und Reitstiefel an. Und das hier ist halt so eine lange Hose und so Schnürstiefel. Wollen wir das nehmen? Das finde ich eigentlich ganz cool. So. Was haben wir hier noch drin? Ach, guck. Können wir sogar duschen? Nee, ich glaube, duschen können wir nicht. Können wir aufs Klo? Wir können die Klospülung betätigen. Oh, können wir Gitarre spielen? Nee, aber wir können das Licht an- und ausmachen. Aber ich find's lustig, dass wir so riesig aussehen. Wir sind einfach Riesen. Oh, ich mag das Outfit. Das finde ich echt cool. So, da sind wir wieder. Olivia had finished unpacking all her things and returned to Felix. I'm all unpacked. Can I meet the horse now? She exclaimed happily. Oh ja, Olivia will unbedingt Felix, das Pferd sehen. Delighted to see Olivia settled in, replied. That's wonderful. He pointed towards the pasture and said, Well, of course you can. The horse is waiting for you right over there. Go and make her ready for a small ride around the forest. Okay, das Pferd wartet auf uns auf der Weide. Her heart racing with anticipation. Yes, I can't wait. Und Olivia ist schon total, die ist schon total drin. Wir sollen nämlich das Pferd jetzt auch direkt fertig machen für einen kleinen Ausritt, aber ich will mich erstmal noch umgucken. Oh, wie kann... oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Okay, also das kann ich momentan. Doch aufs Handy kann ich. Ah, wir können übers Handy auch unsere, Bodycal. Ach, hier, guck. Oh, das ist aber schon eine recht große Map. Nicht schlecht. Ich frag mich, was das hier für Punkte sind. Fotografieren können wir auch. Oh, cool, wir haben Fotomodus. Das mag ich schon mal gerne. Wir können uns die Fotos angucken. Wait till next day. Okay. Gut.
Dann schon mal hier. Das habe ich im Trailer schon gesehen. Wir können sogar Kutsche fahren. Und das finde ich mega cool. Das finde ich halt richtig, richtig cool. Weil das kenne ich so aus noch gar keinem Pferdespiel, bin ich ganz ehrlich mit euch. Vielleicht gab es mal eins, ich weiß es nicht, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Gebt mir da einfach mal Bescheid. Oh, und hier steht das Pferdchen schon. Fahrrad gibt's auch? Also Leute, ich bin echt gespannt, was wir hier alles machen können. Ja, das hier finde ich klasse. Dass wir einfach, das sind so Kleinigkeiten, aber ich finde es cool. Ich bin super gespannt, was uns hier alles erwarten wird. So, schnappen wir uns erstmal einen Führstrick. Hallöle. Das Pferdemodell, ich weiß nicht, an was mich das erinnert. Ich meine, ich hätte das schon mal in einem Spiel so ähnlich gesehen. So. Ach guck, das finde ich aber schön gemacht mit dem Führen. Ah, okay. Komm mal mit. Ach, ganz ehrlich, ich finde das echt süß. Ich meine, ja, es hat keine perfekte Grafik, aber... Oh, es hat schon unterschiedliche Hufgeräusche. Es sind halt unterschiedliche Hufgeräusche. Es ist voll schön. Nee, ihr kennt mich. Ihr wisst, ich spiele sowieso, also wenn es kein absoluter Augenkrampf ist, dann spiele ich sehr viele Spiele. Und guck mal hier so, wie es sich dreht und wie es sich wendet. Guck mal hier einmal so vortraben fürs Turnier oder so. Wettcheck finde ich richtig gut gelungen. Starlight. So, hier anbinden, oder wie? Tie up horse, ja. Okay, oh, jetzt müssen wir putzen. Oh, alles gut. Ah, warte mal, wie geht das? Ich muss E gedrückt halten. Geht das... Ah, wenn ich E gedrückt halte und dann mit den Pfeiltasten oder WASD. Aber sie ist gar nicht so dreckig. Ah, und ich muss mich halt auch wirklich am Pferd entlang bewegen, so wie es aussieht. Damit ich sie an den unterschiedlichen Stellen putzen kann. Das finde ich ja auch cool. Aber hier, vielleicht ist die Seite jetzt auch schon sauber. Wartet mal. Ja, ich mache ja weiter. Ist ja gut. Oder vielleicht... Oh, jetzt... Ja, hier kommt Staub runter. Das ist der Sahara-Staub, der im Moment überall ist. Das ist ja kräftig. Sieht das bei euch auch so hart aus im Moment? Alles voll mit Staub und Dreck. Die Animation, ich find's lustig. Ja, alles gut. So, ein bisschen hier hinten Pop ist noch. Staubt es auf jeden Fall auch noch. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, was hier das Ziel ist. Weil das rosane Teil, das geht ja runter zu. Und füllt sich nicht auf. Aber ich sehe jetzt auch gerade noch nicht, wo sie noch dreckig sein könnte. Brush, vor allen Dingen. Brush the horse. Ist aber unsere Aufgabe. Ah, hier. Da, an den Beinen, da war noch was dreckig. Oh, guck, da scheint sie kitzelig zu sein. Da scheint sie kitzelig zu sein.
Okay, andere Seite nochmal am Bein. Ja, ich... Ups. Mach ja weiter. Sie ist immer noch nicht ganz sauber, oder eher? Wo ist das Pferd noch dreckig? Hinten. Das ist so falsch. Oh, hier, wir haben's. Gut, pick up the saddle. Der Sattel ist hier drin. In der Sattelkammer, zack. So. Einmal aufsatteln. So, das ist ein Western-Sattel. Was haben wir hier eigentlich noch? My Collections. Flowers, Mushrooms, Shell, Horseshoes. Okay, da sehen wir, was wir machen können. Ist das halt auch... Ist das die echte Uhrzeit? Oh, hier, guck. Der scheint auch mal irgendwas gewonnen zu haben. Oh. Gold Ribbons, okay. Das Zaumzeug. Gut. Jump on the horse, get on. Zack. Hätten wir... Oh. First ride. Jetzt muss ich nur erstmal gucken, wie das geht. Kann das sein? Pick up. So, upsala. Komm mal mit. Ich glaube, es wird einfach schon dunkel. Ja, das war das Problem. Unten sehen wir die Anzeigen hier. Futter, Durst und was sind die goldenen Hufeisen? Weiß ich noch nicht. Ride into the gravel. Gravel road leading to the manor soul. Ich finde die Animationen vor allen Dingen jetzt, wie gesagt, vom Modell abgesehen, finde ich die Animationen halt echt nicht schlecht. So gerade so den Galopp auch. Sieht halt so nach so einem entspannten Galopp aus. Ride over the hill, okay. So, schneller als so können wir zumindest momentan noch nicht. Das ist eine voll schöne Landschaft. Und sie guckt sich auch um. Oh, okay, lenken. Ich glaube, wir müssen da noch einiges trainieren. Dass sie sich besser lenken lässt, oder eher. Jetzt dahin wieder zurück. Und ich glaube, die Anpassungen, die kann ich dann alle übers Handy machen vom Pferd. Ich finde auch die Musik entspannt. Wobei ich die, glaube ich, wahrscheinlich trotz allem ein kleines bisschen leiser machen werde für die nächste Aufnahme. Oh, das ist ein Häschen. Zwei. Weil man dadurch so ein bisschen die Soundeffekte, die gehen dadurch so ein bisschen unter gerade. Aber ich kann im Reiten, wenn ich am Pferd sitze, kann ich keine Bilder machen, so wie es aussieht. Also schon, aber keine mit ihr. Oh, 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 oh. Für sie, von ihrem Handy aus.
So, und wieder einbiegen. Der erste Ausritt, Leute. Der erste Ausritt und meine Stoppuhr, die sagt, zeigt mir gerade gar nicht mehr. Ah, ja, ja. Ja, doch, passt. Huch. Jetzt muss ich aber mal gucken. Können wir hier wirklich alles? Ja, wir können hier alles ändern, Leute. Dann weiß ich jetzt schon, was wir beim nächsten Mal machen. Hang up the saddle in the sable. Warte mal, erstmal wieder auf 1 und auf Connect. Wir wollen das ja auch anständig machen, ne? Take the saddle. Zack. Den hängen wir jetzt wieder auf. Warte mal, haben wir das Zaumzeug? Ne, Zaumzeug haben wir noch nicht aufgehängt. Hang up the bridle on the wall. Okay, genau. Oh Leute, wir könnten theoretisch, könnten wir sogar ohne Sattel reiten. Das finde ich auch cool. Connect the halter to the horse. Aber haben wir doch jetzt eigentlich schon, oder? Vielleicht war ich einfach ein bisschen zu früh. Lead the horse back into the pasture. Jetzt ist auch schon ganz schön dunkel. So, dann komm mal mit. Fein. Könnte ich auch. Ich kann auch ohne alles reiten. Ja, das geht theoretisch. Oh, cool. Das finde ich cool. So, okay. Erstmal wieder runter. Und Felix hat noch was mit uns zu besprechen. Hi there, Olivia. I hope the ride was really fun and that you got to explore the island a bit, Felix said. Olivia nodded and replied, yes, it was really fun. I think I even saw a rabbit in the forest. Ja, wir haben wirklich Hasen that gesehen. Sounds lovely. Felix looked at the horse and said, but I think the horse needs some yummy food and water now. What do you think? Ja, auf Pointing jeden towards Fall. The cozy barn, Felix said, look over there. You can find a big pile of hay inside the barn. Take a bale from it and bring it to the pasture. After that, take the water hose and fill the tub. Can you please help me do that? Olivia looked towards the barn and she said, yes, I will go and do that right away. Natürlich, machen wir. Okay, gut. Also wir sollen dem Pferd jetzt noch was zu futtern geben und zu trinken. Zack. Das hat sie sich verdient. Oder eher, ich weiß immer noch nicht, was ich draus mache. Warte mal, put down, warte mal, muss das, nee, da muss das nicht rein. Okay, das kommt da automatisch hin. Boah, das wird so dunkel hier, Leute, ich sehe ja fast gar nichts mehr. Ach, da hinten. Pick up. Das ist natürlich praktisch. Huch. Oh ja, ich muss das halt auch wirklich in die Richtung halten, ansonsten geht das schief. Fill up the water barrel. Ich glaube, ich habe mich einfach ein bisschen zu lang aufgehalten hier, deswegen ist es jetzt zu dunkel. So, okay, stopp. Oh, oh. Ich mache immer noch alles vorher. Ach so, ich habe es nur ausgemacht. Leave. Okay, talk to Felix. Oh, wo ist er denn? Da hinten. Hei, 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 hei. Well, now she must be so happy with all that food and water, said Felix. I bet she will come running to you if you whistle on her. In hope for more yummy food, of course. Olivia told Felix how happy she was that she just weeks before the summer finally had learned how to whistle and how she then already had found a use for it. Hey, do you think you can help me fix this wagon? Felix asked kindly and pointed to an old wagon. The wagon was pretty nice, but it seemed to have been through some big adventures. A wheel was missing and it was held up with some equal old boxes. Olivia nodded with enthusiasm. I'd love to help. What can I do? Felix explained, well, you see, we need a special bolt to put the wheel back on.
If you go to Stornus Village, you'll find Mechanical Molly by the junkyard. She can help you find the bolt we need. Olivia's eyes widened with curiosity. Oh, I see. I'll go to Stornus and look for Molly's junkyard. But how will I know which bolt to get? Felix thought for a moment and replied, Don't worry, Olivia. The bolt we need is shiny, silver and round. It's about this big. Felix used his hands to show Olivia the size of the bolt. Olivia nodded, understanding the description. I'll search for a shiny, silver, round bolt that's about that big. Anything else I should know? Felix smiled and said, Once you find the bolt, bring it back here, and together we can try to put the wheel back on the wagon. It might be a bit tough, so we'll need to work together. Okay, ihr Lieben. Oh, Nordlichter! Oh! Oh, ist das schön! Oh mein Gott. Oh, das ist so mein Traum. Oh, oh mein Gott. Oh, da kommt der Mond. Oh, ich verlaufe. Oh, oh mein Gott. Oh, ist das schön. Oh, ist das toll. Oh, das liebe ich ja total. Richtig, richtig cool. Aber ich glaube, ich muss jetzt erstmal gucken. Da ist das kleine Häuschen. Also das da rechts ist seins. Das da hinten ist unser Ferienhäuschen quasi. Weil ich glaube, bevor wir dem jetzt helfen, diese Schraube bei der guten Mechanical Molly zu kaufen, sollten wir uns wohl erstmal ausruhen und warten, bis es wieder hell ist. Er hat außerdem noch gesagt, dass jetzt, wo wir das Pferd verpflegt haben, dass er darauf wettet, dass er oder sie auch zu uns kommt, sobald wir pfeifen. Und die Olivia war total happy, weil sie das Pfeifen gerade erst frisch gelernt hat. Ihr Lieben, das war es erstmal für heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Ganze, wie gesagt, ab heute auf Steam für 24,50 Euro. Und morgen unbedingt wieder einschalten, denn morgen erfahrt ihr, was ihr tun müsst, um einen von 3 Keys für das Spiel zu gewinnen. Also, macht's gut und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Tschüss.